Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Prost spielen. Und ich lüge euch nicht an, wenn ich sage, es ist die schwerste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen strange, aber das liegt tatsächlich daran, dass dieses Video so viel beinhalten muss, das ist unglaublich. Ich habe dieses Video jetzt schon 7 Mal aufgenommen und 7 Mal war ich nicht zufrieden, obwohl ich teilweise Games hatte, wo ich Portal Kids und alles hatte, weil das nicht das Entscheidende ist. Hier geht es darum zu erklären, was diesen Pick ausmacht. Und dieser Pick ist atemberaubend in der Vielfalt der Entscheidungsfindungen, die du in deinem Kopf hast. Twisted Fate, AD Midlane. Wir beantworten heute die Frage, warum es gespielt wird, warum es gut ist, worauf ihr achten müsst, wie man es countert und ob Sola seiner Zeit voraus war. Denn wenn wir uns erinnern, Sola hat tatsächlich diesen Pick früher gespielt, als ADC wohlgemerkt, nicht als Midlaner. Das muss man deutlich unterscheiden, denn TF profitiert doch ganz ordentlich vom Level. AD bedeutet hier übrigens, dass man Triforce startet, danach ist man sehr variabel in dem, was man machen kann. Das heißt, ich werde hier höchstwahrscheinlich für ein Wits End Build gehen, um den Kassadin später auf der Sideline zu beantworten. Meistens gehe ich allerdings stattdessen für ein Rapid Fire Cannon Second. Das liegt daran, dass Wits End auf der Sideline besser ist, auf dem Niveau, wo ich allerdings spiele, also im Dia-Bereich, ist Splitpushen immer noch sehr, sehr schwer. Und ich denke, bei den meisten von euch, die wahrscheinlich ja elo-mäßig eher drunter als über mir sind, ist es noch schwerer. Dementsprechend würde ich euch im Normalfall auch genau das empfehlen. Gerade gegen Kassadin hätte ich hier runenmäßig variieren können. Das heißt, ich bin hier für Stoneblade Second gegangen. Ich hätte hier für Second Wind gehen sollen. Oder eben für Sorcery mit Mana Flow Band. Allein daran merkt ihr schon, wie viele Variationsmöglichkeiten es bei Twisted Fate tatsächlich gibt. Kleptomancy steht außer Frage, super stark, kannst es relativ oft procken, hast vor allem auch später noch was davon, während andere Champions, die das gelegentlich mitnehmen können, durchaus die Problematik haben, dass du ab einem gewissen Moment Klepto einfach nicht mehr nutzen kannst. Also du hast einfach die Kernproblematik, dass dein Champion nicht mehr so viele Auto-Attacks macht. Das ist bei Twisted Fate immer noch so. Das heißt, auch in späteren Spielverlauf hast du Optionen. Generell würde ich euch übrigens absolut ans Herz legen, einen Item-Slot immer frei zu halten, wenn ihr in die Base geht, um genau da die Kleptos drauf zu kriegen, also die Sachen, die aus dem Klepto rauskommen, um die besser nutzen zu können, weil es sehr schwer ist in den Fights, wenn irgendein Item auf 6 liegt oder so, ist das für uns alle recht ungewöhnlich und dementsprechend fällt es uns am meisten schwer, zumindest mir und ich denke den meisten von euch ebenfalls. Was ich hier natürlich die ganze Zeit probiere, ist den Gegner bestmöglich mit Klepto-Stacks einzudecken, gleichzeitig solltet ihr deswegen allerdings nie Minion missen. Woher das Ganze kommt, ist übrigens, weil ein NA-Spieler damit Rang 1 erreicht hat und auch wenn NA natürlich eine fucking Wildcard-Rig ist, oh wow, hier ist das übelste Gewitter im Anmarsch bei mir gerade, bei euch vielleicht auch. Schreibt übrigens, kommt die Tage auch ein Tandem mit Sola, wo ich das Thema hier vielleicht sogar auch nochmal aufgreifen werde. Schreibt gerne in die Kommentare, was für ein Champion ihr da sehen wollt. Tandem bedeutet, einer spielt die Maus, einer spielt die Tastatur. Finde ich ein sehr cooles Format. Die erste Folge mit Pucky ist da ja bereits rausgekommen. Kam gar nicht so gut bei euch an, muss ich sagen, wie ich erwartet hätte. Weil ich persönlich fand die, ehrlich gesagt, sehr, sehr witzig. Also wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, ne, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Jetzt erst meinen ersten Goldsack bekommen. Ein bisschen unlucky, was das angeht. Werde hier versuchen, weiter rein zu pushen, weil ich langsam einen Recoil nehmen will. Recoil natürlich im besten Fall dann, wenn ihr Fage habt. Allerdings muss ich auch daran denken, dass ich die Wave ja irgendwann noch durchpushen muss. Und das ist durchaus ein bisschen schwerer später. Wirkte kurz so, als wäre der Jungler hier. War allerdings nicht der Fall. Das Minion wird er nicht kriegen, dafür werde ich sorgen. Jetzt erkennen wir den Wave, genau, die wollen wir noch durchpushen. Und dann eben recallen, in der Hoffnung, dass wir das so schnell durchpushen können. Ah, ich werde hier flashen, weil ansonsten der Kassadin-Flash eben mich da tatsächlich killen kann. Das ist genau die Problematik, die ich gerade angesprochen hatte. Habe hier übrigens 2 Goldsäcke, die ich jetzt verkaufe. Ihr könnt ja auch in der Base verkaufen für ein bisschen weniger Lotterie spielen, was das Gold, was ihr daraus bekommt, angeht. Und die Problematik ist jetzt, dass ich quasi nicht mehr recoilen kann, weil ich die Wave nicht mehr pushen kann und Kassadin einfach irgendwann basen wird und auf die Wave TP'en wird und ich dann nie wieder Pressure habe. Das heißt, ich hätte diesen Record tatsächlich früher nehmen sollen. Reden wir ein bisschen darüber, warum spielt man dieses Triforce-Bild und nicht das normale AP-Bild. Das normale AP-Bild, entweder über Ludens, hat einen guten One-Item-Power-Spike, allerdings auch nicht so gut wie Triforce, oder halt eben die Rod of Ages-Variante oder auch Ludens into Rod of Ages, ist ja tatsächlich recht variabel, was das angeht, hat den großen Nachteil, dass du auf ein Item einen geringeren Powerspike hast, worüber man vielleicht noch diskutieren kann, weil Ludens tatsächlich ein ziemlich starker Powerspike ist, und später noch mit jedem Item deutlich weniger rauskriegst. Ich bait jetzt hier übrigens, dass er nach vorne geht für ein Q. Hätte jetzt gerne die Stun-Karte da genutzt.
habe auch, wenn ich das richtig gesehen habe, da gerade kein Clip rausgezogen. Ja, ich muss jetzt hier einen unangenehmen Recoil nehmen, aber die Problematik ist, dass wenn ich das nicht tue, ich nie wieder Pressure in dieser Lane bekomme. Was ich machen kann, ist bis Level 6 warten, mit der Ult auf die Lane gehen. Das ist natürlich eine Abwägung, die man gelegentlich machen kann. Muss allerdings aufpassen, weil Kassadin wird vor mir Level 6 erreichen und mit Level 6 kann er mich mit einer gut getimten Combo tatsächlich killen. Sehr vorteilhaft für mich, dass er hier kein Flash mehr hat, weil er den ja eben da geburnt hat. Trotzdem muss ich hier aufpassen, QE machen aus meiner Sicht genug Damage. Das heißt, ich muss jetzt hier im besten Fall den Sekt bei mir haben. Ich kann da allerdings nicht hingehen. Ich würde ihn sehr, sehr gerne stunnen natürlich, um Sekt die Möglichkeit zu eröffnen, dafür im Play zu gehen. Ihr merkt, dass ich hier jetzt gerade ein bisschen die Problematik habe, dass ich halt an meinen Turm gepusht bin. Ah, das wird super schwer. Ich denke, er wird mich diven. Ich habe nochmal einen Keks. Kekse generell auch sehr, sehr effizient. Ah, vielleicht will er mich... Will er mich diven? Ich meine, Kassadin muss mich nicht diven. Das könnte sehr unangenehm enden. Ah, nee, da kann ich wenig machen. Da hätte ich tatsächlich den Recall einfach einen Ticken früher nehmen sollen. Zack macht da alles richtig, geht für den Proc. Generell wollt ihr immer Phage und Sheen zuerst holen. Phage vor Sheen holen. Oh, gut. Was my bad. Overstate. Wichtig, dass ihr bei sowas nie die Nerven verliert. Normalerweise würde ich hier immer für einen Darkseer gehen. Ich gehe hier allerdings nicht für einen Darkseer, weil es in dieser, weil es auf diesen Champion sehr wichtig ist, das Triforce eben zu rushen. Boah, unglaublich close. Was ich jetzt mache, ist quasi, ich picke die Stun-Karte vorher, gehe dann für die Ultimate, gehe hier hin. Er hat noch Flash. This is quite unfortunate. Das Witzige ist allerdings, dass er nicht gesehen hat, dass hier die Pflanze noch ab ist. Das heißt, ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem kriegen. Oh mein Gott. Ich hätte hier definitiv für die Stun-Karte gehen sollen. An ally has been slain. Kriege ihn allerdings hier trotzdem durch einen gut getimten Q. Trotzdem natürlich hier hätte ich für die Stun-Card gehen sollen. Ich dachte tatsächlich, dass der Damage ausreicht. Blue Card macht am meisten Damage, aber hier in dem Fall kann das gar nicht ausreichen. Also klarer Missplay von mir. Kassadin hat währenddessen overstayed. Müsst natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, weil er wird gleich mit dem Teleport dann wieder auf die Lane kommen. Und gerade dann ist es immer ein gutes Timing für den Jungler dahin zu gehen. Boah, ich bin so nervös, nachdem ich eben diese Blue Card gepickt habe, dass ich hier die ganze Zeit kleinere Fehler mache bei der Kartenauswahl. Was ich jetzt mache, ich mache meinen 3-Item-Slot auf, bin dadurch in der Lage... Ist hier Zack? Nee, ist hier Xin? Ist er nicht. Das, was jetzt eben passiert, ist, dass der Boy hier basen will und das kann ich nicht interrupten. Ich hätte gucken können, ob ich nochmal mit einem Q da nochmal die Möglichkeit habe. Wichtig jetzt auch, dass ich eben die Ultimate nicht blind auf die Lane benutzt habe, sondern hingeguckt habe. Und das ist schon einer dieser Momente, wo du mit Twisted Fate Gedanken hast, die du mit keinem anderen Champion hast, nämlich wie laufen die Sidelanes. Ihr könnt die F-Tasten dafür nutzen. Ich persönlich habe mir das abgewöhnt, weil ich glaube, dass viele von euch tatsächlich damit Probleme hätten, das zu sehen. Ich habe da mit einigen Leuten aus meinem Freundeskreis drüber geredet, die tatsächlich da so ein bisschen Übelkeitsempfinden haben. Kassadin in die Spotlane gegangen, steht mittlerweile 3-0, das heißt, sie steht sehr, sehr gut da. Müssen wir natürlich aufpassen, dass er da nicht wegsnowballt. Aber das, was ich jetzt machen muss, ist quasi mir Gedanken darüber machen, was unsere Win-Condition ist. Und unsere Win-Condition ist ja höchstwahrscheinlich hauptsächlich der Tryndamere. Ein Tryndamere im späteren Spielverlauf wird in der Lage sein, den Renekton auf jeden Fall outzuscalen. Und diesen Moment kann ich quasi früher nach vorne holen. Das heißt, ich kann quasi dafür sorgen, dass unser Tryndamere früher in der Lage ist, diese Lane zu gewinnen. Gleichzeitig muss ich natürlich auch da denken, wer gibt mir das beste Gank-Setup. Das heißt, selbst wenn ich oben zum Beispiel eine Illaoi habe, die natürlich in der Lage ist, Games komplett solo zu gewinnen, dann ist das trotzdem nicht zwangsläufig das beste Target für einen Gank. Was ich jetzt machen kann, ist den bei der Krabbe contesten, aber ich glaube, das ist unrealistisch. Das heißt, ich stelle stattdessen meinen Pickwort nach unten. Yumi, Recall da. Ich glaube, ich werde sie einmal interrupten. Einfach, weil ich es kann. Hi, was geht? Hört dieses kleine Geräusch, was immer passiert, wenn ihr da jemanden trefft. Kassadin ist jetzt super strong. Trotzdem, ab dem Moment, wo wir Triforce haben, werden wir trotzdem ganz gut in der Lage sein, dagegen zu halten. Und spätestens, wenn wir Wits End haben, ist diese Lane auch nicht mehr ganz so toxisch für uns. Normalerweise würde man, oder ich bin bis jetzt auch immer davon ausgegangen, dass viele Matchups für TF deutlich schlechter sind, als sie sind, wenn du für Triforce gehst. Wenn ich normalerweise zum Beispiel gegen LeBlanc einen TF gepickt hätte, hätte ich mir gedacht, ich trolle. Tust du aber gar nicht. Denn mit dem Triforce-Bild bist du tatsächlich in der Lage, da noch halbwegs gut klarzukommen. Jetzt die Mache ist einfach Pickwort reinstellen. Xin ist top, das heißt, ich werde jetzt ebenfalls Top-Lane gehen. Picke die Gold-Card.
stunne ihn. Hol mir auf jeden Fall diesen Kill. Und den anderen holt sich der Trinder mehr. Roam-Möglichkeiten, die immer auch ein bisschen darauf angewiesen sind, dass euer Jungler in dem Moment dann die Midlane-Wave annimmt. Ansonsten verliert euer Team dann natürlich Pressure. Normalerweise wollt ihr nämlich roam, wenn ihr tatsächlich gepusht habt. Das war mir hier allerdings nicht möglich, weil Toplane sich halt eben der Dive angekündigt hatte. Dass der Zac jetzt da die Wölfe macht, statt die Midlane-XP anzunehmen, ist ein bisschen ärgerlich. Ich muss das hier oben trotzdem einmal hart durchpushen, um halt eben den Enemy-Team möglichst viel XP zu denyen. Dafür natürlich immer die Red Card. Prinzipiell wollt ihr in 80% der Fällen für die Stun-Karte gehen. In den anderen, auf der Lane geht ihr öfter für die Blue-Card, für Mana. Und die Red-Card ist nur in Ausnahmesituationen tatsächlich die beste Wahl. Wenn sie die beste Wahl ist, ist sie allerdings meistens auch hart die beste Wahl. Hier hätte ich zum Beispiel jetzt auch aufpassen können. Ich glaube, ich habe die Boots bei 10.30 bekommen. Das heißt, ich hatte die 30 Sekunden nicht, weil ich keinen Item-Slot in dem Moment frei hatte. Hörnigten ist runter-TP'd, gleichzeitig ist Kassadin auch auf dem Weg. Ich habe keine Möglichkeit, hinterher zu gehen. Ich hätte die Möglichkeit, wenn ich hier für TP gegangen wäre. TP finde ich persönlich allerdings... Oh, schöner Stun. Schade, dass der Sekt das leider nicht ganz kommen gesehen hat. Ansonsten wäre das gut gewesen. Hier den Pfeil nutze ich gerade. Ja, ich habe unendlich Mana, ne, über den Blue Buff. Da kann ich auf jeden Fall nochmal für gehen. Kann mir vorstellen, dass der Rennington da immer noch im Busch steht und überlegt, ob man nicht dafür einen Play Green kann. Gerade wenn die Leute öfter gankt, wird es immer wieder passieren, dass sie danach auch versuchen, eure Lane zu ganken. Oh, der Xin ist relativ schnell, aber wie soll er eigentlich schneller sein? Kann jetzt hier sogar chasen. Und ihr seht, wie krass strong Triforce ist in dem Moment, ne? Also natürlich kann ich das über meinen Q die ganze Zeit procken und profitiere allein deswegen schon davon, vom Triforce-Effekt. Aber auch, dass ich hier Leute so downchasen kann, weil ich die Movement-Speed habe. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ein perfekt gespielter TF wahrscheinlich einer der ekelhaftesten Sachen ist, gegen die man überhaupt lane kann, weil er einfach so viel Pressure bringt und weil er ja immer andere Lanes barkern kann. Und du deswegen ein Problem hast, wie gegen Aurelion Sol. Dass selbst wenn du quasi alles richtig machst, der wahrscheinlich trotzdem fett wird. Nochmal die Karten reingeschmissen. Ich will die Wave da hier jetzt auf der Seite annehmen. Die kommt ein bisschen delayed, dadurch kann meine Mini-Wave schneller pushen. Werde jetzt hier noch den ein oder anderen Hit auf den Turret durchbringen können. Prinzipiell funktioniert dieses ganze System darüber, dass ihr über Klepto und über eure Passive goldmäßig immer ahead sein werdet. Darauf fußt dieses Bild. Twisted Fate ist, wenn er equal im Gold ist, nicht wirklich gefährlich. Wenn ihr ahead kommt, seid ihr allerdings super strong. Bootsmäßig muss ich hier mir ganz genau überlegen, ob ich auch noch für Mercs gehen will. Ich glaube, es ist ein Overkill hier in der Szene, für den ich nicht gehen sollte. Das heißt, stattdessen baue ich hieraus eben ein Wits End. Wits End, super stark, obviously. Verkaufe in dem Moment lieber meine Kekse, haben relativ guten Verkaufsvalue. Ultimate jetzt so, um auf die Midlane zu kommen, wäre wieder terrible. Das heißt, das wollen wir natürlich nicht machen. Hab mein Triforce, hab MR, hab Attack Speed, bin also gut im Split Push. Bin allerdings gerade, wenn wir groupen, aktuell nicht so super stark. We need to be together at all times. Kann ich definitiv so bestätigen. Das wäre sehr schön. Botlane ist jetzt gefallen. Auch da wieder Dinge, die man natürlich als Midlaner auch immer mitbekommt. Aber hier sind die Konsequenzen daraus deutlich krasser. Ich kann ja übrigens gegen trainen. Wenn die Lust haben, mich zu facen, dann sollen sie das tun. Ich glaube, ich bin gerade super strong. Okay, so strong bin ich nicht. Ah, I guess it's okay, right? Ich meine, es ist ein 3-0 Kassadin. Wenn ich hier tatsächlich meinen Flash besser time, ich bin ein bisschen gepanickt Flash, weil ich dachte, Kassadin hat schon wieder seinen Jump-Up, weil ich dachte, er ist Level 11. Er ist allerdings doch Level 10, das bedeutet, seine Ultimate ist später ab. Alle Matchups, die ihr als Twisted Fate Midlane spielt, hängen davon ab, dass ihr Midlane versteht. Das heißt, ich würde zum Beispiel auch Solo jetzt nicht unbedingt empfehlen, auf einmal TF Midlane zu spielen, weil das Matchup-Wissen ist so giga-entscheidend auf diesen Champion. Ich kann es kaum Worte fassen, es ist wirklich krass. In diesem Game habe ich unsere Top-Lane als Win-Condition ausgemacht. Was man hier allerdings kritisieren kann, ist, dass ich missachtet habe, dass die Gegner eine Yuumi haben. Die Yuumi-Lanes werden immer gewinnen, wenn ihr... Ich habe kurz überlegt, Top-Lane zu gehen, aber es macht keinen Sinn, weil auch der Xin noch da ist. Yuumi-Lanes gewinnen immer, wenn sie nicht gegankt werden. Und gerade mit Twisted Fate hätte ich hier eine gute Möglichkeit gehabt, permanente Pressure aufzubauen, um eben genau diese Yuumi nicht das Game solo gewinnen zu lassen. Das heißt hier, ja, Win-Condition gesehen, aber Win-Condition des Gegners missachtet. Selbst bei Item-Builds. Es gibt Games, wo die Gegner sehr, sehr viele Champions haben, die euch in ein Item-Build pressen. Ihr allerdings dadurch ein Item-Build baut, was euch tatsächlich überhaupt nichts mit eurem Team synergiert. Also wenn euer Team Full AD ist und ihr geht dann auch noch auf Crit AD, ja, dann werdet ihr da nicht allzu viel Spaß haben. Ich schmeiß hier mal ein paar Karten rein. Einfach nur, um zu zeigen, hey, da bin ich.
Wenn er hier rüber geht, der Kassel, den kann ich den wieder One vs. One. Gerade dadurch, dass ich jetzt Wits End habe, ist mein Power Spike halt enorm. Ne, ich werde da hochgehen. Ich werde allerdings meine Ultimate nicht dafür nutzen. Ich werde meine Ultimate doch dafür nutzen. Kann direkt in die reinspringen. Er wird natürlich seine Ultimate ziehen, aber mit zwei, drei Steps bin ich da wieder drin. Er geht dummerweise für mich, weil er weiß, ja, der Enemy drin mehr hat die Ultimate ab. Womit er natürlich recht hat, aber er hat gleichzeitig auch natürlich die Problematik. Oh, shit. Okay, ich glaube nicht, dass wir das fighten können. Okay, Kaiser hat da sehr gut reagiert. Das hätte auch übler ausgehen können. Wichtig jetzt, Stunkarten einsetzen, um zu kiten. Vision stellen. Hier wieder eine Stunkarte, um zu kiten. Er kann immer noch Flash haben. Er hat jetzt auf jeden Fall seinen Dash raus. Das heißt, die Pressure von ihm ist weg. Yumi hat allerdings sehr viele Möglichkeiten, uns da das Leben zur Hölle zu machen. Oh, what? Oh, dass der da die Range bekommen hat. Disgusting. Hab keine Tier 2 Boots, das ist hier das große Problem. Generell würde ich Tier 2 Boots auf Twisted Fate euch immer früh ans Herz legen. Ihr gleicht zwar viel dadurch aus, dass ihr Trinity Force habt und dass ihr die, durch die Boots bekommt man ja auch ein bisschen mehr Movement Speed als von den normalen. Movement Speed ist aber das entscheidende. Die ist alleine. Yumi. Oh, die hat schon wieder Ultimate. Uff, wo ging der denn hin? Eieieiei. Alles andere als optimal. Oh, der Brand misst leider jeden Spell, ey. Ja, ja. Das ist halt ärgerlich, ne? Wenn der so viel misst, dann haben wir da wenig Möglichkeiten, was zu machen. Ich habe jetzt immer noch nicht meine Ninja-Tabis. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Corruption Potion verkaufe, aber das ist so goldineffizient für relativ wenig, was wir daraus kriegen. Das Problem ist halt, der Trindamere, den ich als Wound Condition ausgemacht habe, ist halt gigafar behind. Was natürlich durchaus ein Problem ist. Renn jetzt weiter zur Botlane, um da die Wave anzunehmen. Ich dachte eigentlich, dass der Trindamere das macht. Das wäre wahrscheinlich auch smarter gewesen. Aber das ist trotzdem kein allzu großes Problem. Ich sollte da mit dem Spades auf jeden Fall noch die meisten Minions abholen können. Das wäre für ihn tatsächlich auch schwerer gewesen. Trindamere intet leider recht beherzt hier rein. Kurz überlebt, ob ich da greede für den Xin. Aber ich glaube, er wird auf jeden Fall umrundet werden. Einfach weil ja auch die Gegner sehen, dass ich aktuell die größte Gefahr bin. Schlechter Q. Der Damage gerade im Midgame ist immer noch recht stark vom Q. Das heißt, ihr könnt da auf jeden Fall Plays machen, die eben darauf abziehen, dass ihr darüber euren Damage an den Mann bringt. Schöner Damage durchbekommen. Können das allerdings hier trotzdem nicht fighten, denke ich. Ah, vielleicht hätte ich da greenen können. Ich denke, der Kassadin hat keinen Mana mehr für den Jump. Hab missachtet, dass die Gegner jetzt hier einfach Drake machen. Was ich auch relativ ballsy finde. Aber Volk gibt recht, right? Na, scheiße. Schlechte Ult. Mal vergisst du mal, wie viel Movement Speed tatsächlich Yumi gibt, ne? Mach nochmal den Keks rein. Oh mein Gott, wir haben so einen schlechten Fokus gehabt. Wir müssen auf jeden Fall die Targets das nächste Mal bestimmen. Immer noch kennt ihr zwei Boots, großes Problem. Nächstes Itembild, jetzt meine Überlegung, gehe ich hier full on hit oder gehe ich es nicht? Die Gegner haben sehr, sehr viel Burst, das heißt, die werden mich auf jeden Fall da relativ gut klein halten können. Plus, die Gegner haben relativ viel Range, gerade über die Yumi. Das heißt, hier würde sich wahrscheinlich zusätzliche Range deutlich mehr auszahlen. Das heißt, ich gehe hier lieber für ein Seal, um über die Rapid Fire Cannon hier tatsächlich nochmal einen höheren Impact zu haben. Außerdem ist Rapid Fire Cannon auch gar nicht so schlecht auf der Side Lane. Ihr bekommt auf jeden Fall nochmal Möglichkeiten, da aktiv zu werden. Dass die Gegner Triple Infernal haben, ist komplett lächerlich. Und einer dieser 1G-Momente in League of Legends, wo man sagen muss, ja gut, okay, da haben wir auch einfach Pech gehabt. Trotzdem habe ich bei Twisted Fate in den wenigsten Games das Bedürfnis zu surrendern. Weil ich immer das Gefühl habe, klar, es gibt einfach Games, wo es super schwer ist, aber dadurch, dass ich ja auch splitten kann, gibt es fast immer eine Win-Condition. Und die bin ich im Zweifelsfall. Oder es gibt halt einen in meinem Team, der auf der Sideline aktiv werden kann und ich kann den unterstützen. Es ist einfach ein so variabler Pick, dass ich nie das Gefühl habe, ich wurde komplett outdrafted oder ähnliches. Ich muss jetzt hier mal gucken, ob es worth ist, tatsächlich noch eine Wave zu nehmen oder nicht. Einfach weil das Gegnerteam sehr viel Freiraum haben wird zu kollapsen. Ich glaube, wir sollten hier trappen.
Ich kann die Tristana nicht mehr one-on-one. Vor allem, weil die Tristana die Lane auch ohne Teleport überlebt hat. Was normalerweise einer der großen Stärken ist. Kommen wir auf jeden Fall angerannt, wie ein Wahnsinniger. Der Xin geht netterweise sofort auf mich. Was nicht sehr smart ist von ihm. Wir haben 2 Kills, damit sollten wir uns hier zufrieden geben. Sehr gut, sehr gut. 2-4 eingetradet, übel gut in dem Moment. Hauptsächlich, weil der Xin seine E gemacht hat, bevor er die Ultimate eingesetzt hat. Wenn er das anders timet, dann habe ich da deutlich mehr Probleme. Witzig, ich habe irgendwie die Akku von dem Ding nicht gezogen. Hier wieder das Problem, ich habe sie auf die 3 gelegt. Wenn ich es auf die 3 gelegt hätte, wäre es besser gewesen. Ich nehme quasi den ganzen Farm von den Sidelanes, den ich eigentlich auch drunter mehr geben könnte. Das Problem ist allerdings, dass der in dem Moment eh so weak ist, dass ich das Gefühl habe, dass es gerade erstmal wichtig ist, dass ich... Oh ja, ich komme hier auf jeden Fall rein. Oh, ja, ich komme hier rein, aber komme ich hier auch wieder raus? Oh, das war eigentlich gar nicht schlecht von mir, ne? Okay, sehr bold sie von der Tristana. Leider ist der Brand dazu übergegangen, Minions zu machen. Uff. Eieieiei. Ja. Wunderbar, wunderbar. Okay. Dicke Shutdowns für uns. Yumi wiederum hat leider noch kein Soulseal da gebaut gehabt, sonst wäre es hier noch krasser gewesen. Ich dachte, ich hätte es eingesetzt, aber ich glaube, ich war in dem Moment CC'd. Verkauft es jetzt hier, um für das nächste Item zu gehen. Rapid Fire Cannon wird viele der Probleme, die wir aktuell haben, lösen. Wenngleich natürlich noch lange nicht alle. Hier oben müssen wir aufpassen. Spear of Yujinda ist super ätzend. Kann ich den One vs. One? Ah, wir werden es herausfinden. Kann ich nicht. Also kann ich not even close. Aber ich dachte auch nicht, dass mein Team das so lange braucht, um dazu zu kommen. My bad there. Trotzdem ist das fein, weil ich den Enemy Jungler rausnehme und dadurch die Gegner in der Phase kein Nash machen können. Die Situationen, die jetzt immer wieder entstehen werden, sind Situationen, wo ich Plays nehme, die, sag ich mal, bei 30-40% liegen. Warum ich das mache, liegt daran, dass wir in dieser Phase mehr Risiko gehen müssen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, das Game zu gewinnen. Zentrum ist mittlerweile bei 2-stelligen Toten und immer noch knapp nur über 100 CS, was sehr, sehr unangenehm ist. Mein Klepto ist immer, desto effizienter, desto schlechter die Gegner farmen und desto schlechter der generelle Farm ist. Dadurch, dass sie alle nur so auf 120, 120, 130 CS rumlungern, ist Klepto hier nochmal stärker. Gleichzeitig ist allerdings natürlich meine Passive durchaus davon abhängig, dass ich Dinge lastete, was jetzt hier bis jetzt noch nicht so super viel passiert ist. Das heißt, High-Farm-Games trotzdem besser. Dass jetzt auch noch ein Mountain kommt, ist etwas, wo ich ein bisschen den Tilt in mir selber spüre, aber man muss natürlich auch immer dran denken, hätten wir das Early Game nicht so hart abgegeben oder hätte ich nicht vielleicht sogar den falschen Fokus gesetzt, weil darüber kann man immer noch diskutieren, dann wäre das hier deutlich besser gelaufen. Dann hätten wir nämlich diesen Drakes genommen. Hier können wir auf gar keinen Fall fighten, darüber müssen wir, denke ich, nicht diskutieren. Ich muss sagen, die Range sieht immer so aus, als würde sie auslaufen, dann läuft sie doch noch nicht aus. Ich werde da auf jeden Fall hochgehen und die Wave nehmen. Ich habe den falschen Ping gemacht, ich habe um Hilfe gepingt, wahrscheinlich geht deswegen jetzt Kaiser jetzt hier gerade mit mir. An sich sollte sie nämlich wissen, dass hier nichts übrig bleibt, wenn ich da bin. Sie will aber scheinbar noch eine Wave weiter pushen, das ist für mich in Ordnung. Dann nehme ich hier den Grump und verabschiede mich danach, denn ich werde natürlich wieder Midlane gebraucht. Prinzipiell werdet ihr extremen Attack Speed erreichen, der sehr schwer ist zu kiten. Alter, die Yumi macht aber auch alles richtig, ne? Kann ich mich nicht beschweren, dass die hier das Game gewinnt. Finde ich, mache auch viel richtig, also vielleicht kann ich mich doch beschweren. Alter Schwede, ey. Kann das nicht sidesteppen? Ich habe dem kleinen Ding. Leider auch kein Flash. Damit ist mein Outplay-Potenzial natürlich deutlich limitiert. Schön gespielt vom Brand ausnahmsweise mal. Das heißt, wir bekommen zumindest diesen Kill. Während Tristana hier hinten unseren Trindamere chased und leider auch erlegt. Das Problem ist, der nächste, der abkommt, ist leider wieder ein Useless-Charakter. Tja, ich würde sagen, ich habe meine Lektion hier hart gelernt, ne? Geh niemals für eine Lane, die nicht Yumi ist, wenn du gegen Yumi spielst.
Okay. Am Ende des Tages ist derjenige tot. Wofür wir jetzt gehen, ist wieder komplette Überlegung. Ne? Du kannst bei jedem Item-Slot bei Twisted Fate überlegen. In Ragebait würde Wits End Damage nochmal erhöhen. Gleichzeitig würde ich die Penetrierung bekommen, um mir ganz gut durchzurasieren. Gerade weil er hier auch nochmal Richtung Sonias geht. Ich kann für Infinity Edge gehen, um meinen Damage nochmal zu erhöhen, um dann nochmal mehr ausrichten zu können. Ich könnte, aber ich gehe übrigens für Ragebait, finde ich, ist die beste Option. Normalerweise präferiert meine Attack Speed, gerade weil du halt eben auch ein bisschen on it dabei hast. Ich kann das hier nicht präferieren. They will Nash now. Can't contest, really. Es ist ein bisschen schwer hier natürlich für den Contest zu gehen. Kann ich das hier oben schneller pushen? Ja, wenn ich eine Red-Karte reinschmeiße, statt alles einfach nur so zu lösen. Ah. Kinda tricky. Dass Zack immer noch nicht auf dem Red-Trinket ist, killt uns hier gerade relativ hart. Ich würde hier unbedingt trappen. Actually so good. Kaiser stirbt so oder so. Kaiser ist das so oder so tot. Wie die Trap mal durchgezogen. Kriegen ja auf jeden Fall einen leichten Catch auf Xin. Aber ich glaube, der Catch auf Tristana wäre deutlich mehr wert gewesen. Die werden jetzt cocky werden. Aber weil sie es können. Oh mein Gott. Ist der Damage von Yumi gerade krass. Versuche hier über die hohe Range möglichst viel auszurichten. Muss hier allerdings natürlich komplett aus dem Fight raus, ne? Puh. Die Boys chasen mich immer noch. Are they fucking serious? Okay. Das ist auf jeden Fall mein Chase, der geht in die Geschichtsbücher ein. Ich kann ja mal versuchen, ob ich den nochmal von der Base wegkriege. Ah, aber ich glaube, das wird schwer. Also selbst wenn die da ein bisschen auf meinen Trash-Talk eingehen. Wir haben auf jeden Fall ein kurzes Zeitfenster, wo wir hier was probieren könnten, solange Tristana nicht da ist. Das Problem ist, die Mates, die ich hier habe, sind natürlich gerade auch giga-useless. Weil sie ja halt doch recht schwach sind. Ne? Das muss man leider einfach mal so festhalten. Kann ja auf jeden Fall wieder für eine Stun-Karte gehen. Kann allerdings natürlich nicht re-engagen. Das ist quasi in keiner Weise gegeben. Das hat jetzt leider auch die Kaiser feststellen müssen. Das zu Wave-Clearen ohne ADC nochmal schwerer. I really, really fucking tried this game. But it's actually impossible, I guess. Ah, den Xin, klar, den kann ich den ganzen Tag killen. Die Anzahl an Spades, die die allerdings auch haben, um die Tristana dann noch zu verteidigen, also an reinen Summoner-Spades, ist natürlich auch komplett insane. Ja, can't really do shit here, right? Actually, I can do fucking much, aber not enough. Schade. Ist das hier Zweitkanal?